nachgekommen. Und das zeigt, so sollte es sein in Holland und in Deutschland und in den Rest von Europa. Und hau drauf! Hau sie! Mach sie blau! Es geht richtig! Zacka, zacka, zacka! Das macht Spaß von innen aus zu sehen. Und ich hoffe nochmal. Antifa! Antifa! So, und wir machen einfach weiter. Wir machen weiter mit unserem nächsten Redner. Und unser nächster Redner ist wirklich ein Zeichen, dass wir jetzt zueinander gekommen sind. Ich kenne Alex von Weitem schon etwas länger und seit ein paar Monaten, glaube ich, sind wir immer näher zueinander gekommen, weil wir beide ein bisschen Wasser bei der Wein getan haben, um zu zeigen, es geht nur zusammen. Und Alex hat auch deutliche Statements gemacht, wir müssen uns auf die kleinsten Nenner irgendwo treffen, weil anders schaffen wir es nicht. Wenn wir an der rechten Seite uns in 10 Grüppchen schon verteilen und links ist, wie wir da sind, sich einig mit unseren Islamfreunden, dann werden wir es nicht schaffen. Der folgende Gast ist Alex. Ich kenne Alex gut aus Leipzig, zoals man das, glaube ich, sagt, wenn ich das ein bisschen gut ausspreche, al wat langer. Und Alex stonden eine hele Zeit iets verder von elkaar af. Al hadden wir, glaube ich, kein Problem mit elkaar. Und ich denke, dass das auch de reden is dat het gelukt is om op een gegeven moment samen te gaan staan. Wanneer je het een tijdje niet met iemand eens bent, dan kan je gewoon stilzwijgend de andere zijn gang laten gaan tot er een moment is waar je samen komt. En dat moment is voor een paar weken geleden met Alex en mij gebeurd. We hebben gezegd, we moeten het samen doen. Net zo als Lutz van de AfD, dat er ook bij hoort, het normale middenblok. Forum voor Democratie hadden we ook graag gehad. De Burgerpartij voor Nederland, ja toch? Nederlandse Burgerpartij. En Forza, Vrije Heimatliche Beweging Österreich. We moeten het samen doen, we moeten het samen doen. En daarom een herzlich willkommen voor Alex Kurt van Tukida uit Leipzig. En de hebben het zeden was los is. Ja, danke, lieber Ed, und auch erstmal ein paar Worte an die Ziegenficker, die unseren Aufmarscher hier so lautstark bekleidet haben. Ihr seid nichts weiter als Feiglinge. Wäret ihr Männer, dann würdet ihr in euren Heimatländern stehen, eure Frauen, eure Kinder vor dem IS beschützen. Aber ihr seid nichts weiter als Feiglinge und ihr habt in Europa nichts verloren. Hinaus mit euch! Liebe Freunde, liebe Patrioten, liebe Hooligans, eine Handvoll Heimaterde ist tausendmal mehr wert als ein Pfund fremdes Gold. Hier in Enschede stehen die Verteidiger Deutschlands, die Verteidiger der Niederlande, die Verteidiger Europas. Und diese Verteidiger, diese Kämpfer, die werden Europa bis zum letzten Atemzug verteidigen vor dem Terrorismus des Islam, liebe Freunde. Derzeit tobt in Deutschland und auch bei unseren Freunden in Österreich der Wahlkampf. Da sieht man sie wieder von den Laternengrenzen. Jene Volksverräter, die tagtäglich die Interessen unseres Volkes, der Völker Europas verraten. Manch einer mag bedauern, dass sie nur in Form von Plakaten an den Laternen hängen. Es wird höchste Zeit, liebe Freunde, dass dieses Volk wieder zu den Mistgabeln greift und die Parlamente ausmistet und sich sein Land, seine Freiheit, unser Europa zurückholt, liebe Freunde. Lutz hat es vorhin schon angesprochen. Macht bitte nächste Woche den Stimmzettel zum Denkzettel. Wählt patriotisch, wählt national. Denn
wenn im Bundestag eine starke patriotische Opposition Einzug hält, dann kann schon mal ganz schnell Frau Merkel die Falten aus dem Gesicht und Frau Roth die Warze von der Nase geblasen werden. Wir brauchen ihn, den Widerstand in den Parlamenten, aber auch den Widerstand hier auf der Straße, liebe Freunde. Und deshalb Widerstand! 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 Überall, wo die Raute des Grauens, die wohl schlimmste Kanzlerin, die es jemals nicht nur auf deutschem Boden, sondern auf europäischem Boden gegeben hat, hagelt es ja Widerstand. Egal, ob sie in Torgau auftritt, in Ludwigshafen oder in Wolgast. Überall hagelt es Pfiffe und es fliegt die ein oder andere Tomate. Aber ich bin der Meinung, dass Tomaten für diese Volksverräter viel zu gut sind. Ich empfehle Wasser und Brot und den Gefängnisschlüssel, den versenken wir ganz tief in der Nordsee, liebe Patrioten. Hier stehen am heutigen Tag, Ed hat es ja auch schon angesprochen, verschiedene Orgas, verschiedene Parteien auf der Straße, die vielleicht noch vor ein paar Monaten keinen guten Draht zueinander hatten, die aber mittlerweile erkannt haben, dass es nicht um Parteien geht, dass es hier um keine AfD geht, um keine NPD, um keine Pegida oder Legida. Nein, es geht verdammt nochmal um unser Land, es geht um Europa und dieses Europa, das soll auch noch in 100 und 200 Jahren eine Zukunft haben. Lang lebe Deutschland, lang lebe Holland, es lebe ein Europa der Vaterländer. Wir müssen uns natürlich einig sein, liebe Freunde, dass vor uns noch ein langer, steiniger Weg liegt. Die Zahlen, die wir 2015 und vielleicht 2016 noch auf die Straße brachten, unter anderem in Dresden, bei Pegida oder auch bei Legida in Leipzig, von denen sind wir weit entfernt. Man muss sich da vielleicht auch mal an die eigene Nase fassen. Teilweise sind wir Sonnenkönigen gefolgt, teilweise haben wir uns der Distanzerie hingegeben, der wohl größte Fehler. Vielleicht hätte man auch mal etwas zivilen Ungehorsam beweisen können und dann wären mal in Dresden 3.000, 4.000 Patrioten abgebogen, hätten den Dresdner Landtag besetzt und hätten diesen Lumpen gezeigt, wo der Hammer hängt und wer das Volk ist. Das Volk, liebe Freunde, das sind wir und nicht jene Volksverräter. Wir, und Ed hat das auch schon angesprochen, wir dürfen diesen Politikern keine Rückzugsräume überlassen. Da kann man auch mal kreativ werden. Dann kann man auch mal eine Kundgebung vor der Privatwohnung von Frau Merkel anmelden. Vor der Privatwohnung eines örtlichen Bürgermeisters. Sie müssen merken, dass wir gekommen sind, um zu bleiben. Und dass wir erst wieder gehen, dass wir diesen Kampf erst wieder einstellen, wenn Deutschland und Europa von jenen Elementen und von jenen Elementen da drüben befreit ist, liebe Freunde. Wir müssen natürlich auch im Denken etwas weitergehen. Wir hören immer wieder die Parole, Merkel muss weg. Merkel muss weg, ist schön und gut, aber es bringt uns keinen Schritt weiter. Was kommt denn danach? Ein dementer, alkoholkranker, ehemaliger EU-Parlamentarier namens Martin Schulz, die an die deutsche Wanderwarze Claudia Fatima Roth auf dem Kanzlerthron oder
bekommen wir eine installierte Marionette wie Macron in Frankreich. Nein, die Völker Europas und auch die Völker der Welt, die müssen sich endlich von diesen Marionetten und ihren Puppenspielern befreien. Sie und wir, liebe Freunde, wie ihr alle hier steht, ob ihr von der Hogesa seid, von der AfD, von der NPD oder Pegida, Legida, Bürgerinitiative XY, ihr müsst weiter aufbegehren, aufstehen gegen Krieg, gegen Terrorismus und gegen die Unfreiheit, die in Europa immer weiter zunimmt. Jeder von diesen Spinnern da drüben, er kann schreien, nie wieder Deutschland oder meinetwegen nie wieder Holland. Würden wir das sagen, dann würden wir wohl auf ewig im Gefängnis landen. Wir sahen Gegendemonstranten, die Allahu Akbar schrien. Ja, eines Tages, liebe Islamisten, dann werden wir euch einen kräftigen Arschtritt verpassen, dass ihr die ersten Bremsversuche vor einer Moschee macht, aber auf keiner Moschee in Deutschland, sondern in euren angestammten Heimatländern. Raus mit euch! Ich möchte noch, also viele sind ja heute leider nicht da, aber ein paar Worte an die anwesenden Hooligans richten. Auch an die anwesenden etwas radikaleren Kräfte. Darauf schließen ja viele die Augen, ja, mit denen darf man nicht spielen. Aber ganz ehrlich, liebe Freunde, Europa, Deutschland und auch die Niederlande, sie stehen vor radikalen Problemen. Tagtäglich Terror, Mord, religiöser Extremismus. Und dieser Politik, der kann man natürlich nur mit einer radikalen Antwort entgegenstehen. Es geht hier schon lange nicht darum, eine Asylobergrenze einzuführen oder die ein oder andere Moschee zu schließen. Nein, es geht darum, ein System zu entsorgen, was uns tagtäglich unsere Freiheit raubt, was uns tagtäglich einer Gefahr aussetzt, was die Zukunft unserer Familien, unserer Kinder und unserer Frauen zerstört. Und dieses System, es gehört ökologisch korrekt mit einer großen Mistgabel in der nächsten Biotonne versenkt, liebe Patrioten. Wir waren am heutigen Tag leider natürlich nicht allzu viele, aber man muss bedenken, dass manche von uns, die machen ja diesen Wahnsinn schon mehrere Jahrzehnte, viele von euch, die stehen seit 2015 regelmäßig auf der Straße. Unsere Mitstreiter von Pegida, NRW, die am morgigen Tag auch wieder in Duisburg am Hauptbahnhof auf die Straße gehen, also wer da Zeit hat, unterstützen. Sie werden fast täglich in ihrer Existenz bedroht. Sie werden von diesen linksextremistischen, obwohl es Linke sind es ja nicht einmal, von diesen menschenfeindlichen Extremisten teilweise ins Krankenhaus geprügelt und sie stehen trotzdem am nächsten Tag wieder auf der Straße. Ihr alle tragt dieses Feuer in euch, weil ihr wisst, sie können uns alles nehmen, aber sie können uns nicht unsere Ehre nehmen. Wir können uns morgen noch im Spiegel anschauen und sagen, wir haben es zumindest versucht, wenn uns unsere Kinder und Kindeskinder eines Tages fragen, wem habt ihr diesen Irrsinn zu verdanken, dann können wir uns in den Spiegel schauen, mein kleiner Junge, meine kleine Tochter. Wir haben gekämpft, und auch wenn wir diesen Kampf verlieren, das glaube ich nicht einmal, haben wir unsere Ehre und unseren festen Glauben und unerschütterlichen Willen an die Zukunft unseres Europas, an die Zukunft unserer Heimatländer. Wir hatten heute viele Redner hier aus Finnland, die Aktivisten aus England hat ja sich leider zerschlagen. Auch da natürlich wieder Behördenwillkür. Aber man sieht auch hier im Kleinen,
dass die Völker Europas zusammenstehen und dass ohne, dass sie bezahlt werden, jene da drüben, denn ich möchte mal wissen, wenn da drüben das Busgeld alle ist, wenn der einen oder anderen Antifa-Initiative der Zuschuss gestrichen wird, wenn man ihnen ihre Stifte wegnimmt, wo sie im Sonderschulunterricht immer nette Schildchen gegen uns malen, wie viele dann von denen noch auf der Straße stehen würden. Aber auch an euch da drüben, ihr ja kuschelt mit dem Islam und mit seinen Verbündeten. Auch für euch, vor euch, wird der IS und der islamistische Terrorismus keinen Halt machen. Der ein oder andere, der wird wohl erst erwachen, wenn ihm der Schädel vom Rumpf getrennt wird oder wenn er hier in diesem Park bis zum Kopf eingegraben einer Steinigung vollzogen wird, weil er nicht konvertieren will. Auch ihr armseligen Idioten da drüben, ihr werdet eines Tages sehen, dass der Islam und die Politik dieser Volksverräter unser Unglück ist. Macht weiter so, liebe Freunde. Wir sehen uns hoffentlich auch in Zukunft zeitnah und vielleicht auch mal wieder gemeinsam auf der Straße. Lang lebe Europa, es lebe Deutschland. Danke. Danke, Alex. Und wie ich